Brexit. Stopp. Bevor ich euch jetzt alle verliere, weil das Thema sich schon so lange hinzieht und so durchgekaut ist, darum geht's hier nicht. Also nicht direkt. Es geht um die Zukunft der EU. Dexit, Grexit oder Sexit, Chexit oder vielleicht doch Quitteli, De Portugal, Poland, Austritt. Die Möglichkeiten sind endlos. Aber es muss ja nicht immer sofort so extrem sein, denn wo es mit der EU hingeht, das wird ja nicht erst seit dem Brexit diskutiert. Wie sehen das die Europäer, also wir? Nach einer Umfrage aus dem Herbst 2018 vertrauen die Hälfte aller EU-Bürger und Bürgerinnen der EU eher nicht. In Deutschland waren das zwar nur 38%, in Griechenland aber 70 und in Frankreich 57. Dagegen will die EU etwas tun. Deswegen startete sie vor 2 Jahren einen Reformprozess, um sich selbst zu verbessern. Auch mit Blick auf die Europawahl, denn da dürfen wir uns ja die Frage stellen, welche EU wollen wir eigentlich haben? Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker stellte damals 5 Szenarien vor. Und weil bei der EU alles ein bisschen länger dauert, werden die jetzt vor der Wahl weiter diskutiert. Vereinfacht dargestellt, auf der einen Seite steht eine EU, die weniger Einfluss auf unser Leben hat. Auf der anderen Seite steht eine EU, bei der es um mehr europäischen Zusammenhalt und gemeinsame Projekte geht. Nur, was sind die konkreten Ideen? Möglichkeit 1. Wirtschaft und sonst nichts. Das wäre die radikalste Variante, weil man quasi alles rausschmeißen würde, außer die Zusammenarbeit in der Wirtschaft. Weniger geht auch gar nicht. Ein Europa ohne den Binnenmarkt, also den freien Warenverkehr über Grenzen hinweg, das ist quasi nicht mehr vorstellbar, selbst für die härtesten Kritiker der EU. Andere Themen wie Klimapolitik und Sicherheit wären wieder Sache der Nationalstaaten. Sie wären also wieder unabhängiger als vorher. Absprachen oder neue Probleme müssten zwischen einzelnen Ländern geklärt werden. Das wäre ein Ende der EU, so wie wir sie kennen. Möglichkeit 2. Wer will, macht mit. Alle Kinder essen Eis. Außer Fritz, der isst Lakritz. Und außer John, der kaut Bonbon. Und außer Deutschland, die essen nur Artikel 13 ohne Uploadfilter. Die EU soll da enger zusammenarbeiten, wo sich genug Länder finden, die sich einigen können. Heißt, Mitgliedstaaten arbeiten in Bereichen mit, die ihnen wichtig sind, zum Beispiel Verteidigung oder Wirtschaft. Die restlichen Länder müssen nicht mitmachen und können später dazustoßen. Oder halt nie. So hätten EU-Kritiker und Kritikerinnen nicht mehr den Eindruck, die EU würde ihnen etwas aufdrücken. Nur eine wirkliche Einheit und überall gleiche Regeln fördert das ja nicht unbedingt. Und kann man dann noch von einer Europäischen Union, also Gemeinschaft, sprechen? Möglichkeit 3. Wir machen weiter wie bisher. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Es funktioniert ja irgendwie und uns geht's auch gut, auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass die Länder sich auseinanderentwickeln und auch EU-Bürger und Bürgerinnen unzufriedener werden, bis es eben nicht mehr funktioniert. Möglichkeit 4. Die EU macht weniger, das aber erfolgreicher und schneller. Die Mitgliedstaaten einigen sich auf bestimmte Bereiche, zum Beispiel Asylpolitik oder Verteidigung, die innerhalb der EU entschieden werden. Alles andere bleibt eher in der Verantwortung der Nationalstaaten. Durch die Einigung auf weniger Bereiche sollen die Entscheidungen schneller und besser umgesetzt werden. Allerdings ist nicht klar, welche Bereiche von allen Regierungen in der EU für wichtig gehalten werden und in welchen man sich dann auch noch einig ist. Hiervon würde dann auch abhängen, ob man trotz weniger Bereiche doch enger zusammenarbeitet oder sich nur noch in weniger Fällen europäisch abspricht. Möglichkeit 5. Mehr Europa in allem und überall. Von A wie Arbeit bis Z wie Zoll. Überall, wo man in der EU schon zusammenarbeitet, wird das mehr gemacht. Und wo man es noch nicht macht, fängt man damit an. Das Ziel, mehr Macht als Union nach außen, zum Beispiel in wirtschaftlichen Verhandlungen mit anderen Ländern, und mehr Zusammenhalt und Gemeinschaft nach innen. Das wäre das EU-freundlichste Szenario, in dem eine Art EU-Superstaat über den Nationalstaaten stehen würde. Quasi die Vereinigten Staaten von Europa. Als Kommissionspräsident Juncker diese Szenarien vor 2 Jahren vorgestellt hat, wollte er eine Diskussion anstoßen. Doch welche konkreten Vorschläge gibt es denn bis heute? Es soll eine europäische Asylbehörde aufgebaut werden, die dann auch Geflüchtete auf alle EU-Länder verteilt. Über Mitgliedstaaten, die Schulden machen, sollen Strafen verhängt werden. Das soll ein neuer Vertrag regeln.
Die EU soll innovativer werden und zum Beispiel Big Data und künstliche Intelligenz stärker fördern. Diese sehr unterschiedlichen Ideen kommen von Frankreichs Präsident Macron, dem österreichischen Bundeskanzler Kurz und Polens Ministerpräsident Morawiecki. Macron ist dabei sowas wie der Oberreformator Europas geworden. Die Liste seiner zum Teil sehr weitreichenden Vorschläge wird länger und länger. Aber was darf es denn für euch sein? Mehr oder weniger EU? Nicht all diese Vorschläge stehen direkt zur Wahl, aber vielleicht andere, die euch wichtig sind. Hier mal ein paar konkrete Thesen. Es sollen EU-weite verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden. Befürworter sagen, dass eine bessere EU möglich ist, wenn ihre Bürger und Bürgerinnen stärker eingebunden werden. Durch Bürgerentscheide könnten sie Probleme in der EU zur Abstimmung bringen, die sonst nicht thematisiert werden. Ich hätte zum Beispiel gerne über Artikel 13 abgestimmt. Gegner argumentieren aber, dass schwierige Sachverhalte nicht mit einer einfachen Ja-Nein-Abstimmung zu beantworten sind. Für mich ist das beste Beispiel dafür der Brexit. EU-Bürgerinnen und Bürger sollen bei der Europawahl ihre Stimme auch für Parteien aus anderen Mitgliedstaaten abgeben dürfen. So wie in Möglichkeit 5 beschrieben, soll Europa auf diese Weise grundsätzlich stärker zusammenwachsen und noch enger zusammenarbeiten. Warum dann nicht auch Parteien aus anderen Ländern wählen? Vielleicht hat ja in Portugal jemand eine ganz tolle Idee, die ich in Deutschland auch spannend finde. Gegner sagen, dass das die EU noch weniger greifbar macht, weil Politikerinnen und Politiker ihre Wählerinnen und Wähler so gar nicht mehr kennen. Statt Wahlkampf im eigenen Landkreis zu machen, wo man die Bürgerinnen und Bürger trifft, ist man einfach ein Name auf einer Liste. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Hier sagen Befürworter, Deutschland ist wirtschaftlich sehr stark und anstatt andere Länder in der EU mitzutragen, so das Argument, wäre Deutschland ohne EU besser dran, also eher wie in Möglichkeit 1 beschrieben. Andere sagen aber, Europa ist so verknüpft, ein Austritt würde allen schaden. Wirtschaftlich wäre Deutschland nicht besser dran, im Gegenteil. Schreibt in die Kommentare, wie ihr euch die EU am liebsten wünschen würdet. Welche der Möglichkeiten könnt ihr euch vorstellen? Am 26. Mai ist Europawahl. Geht wählen, macht euer Kreuz bei der Partei, die eure Vision von der künftigen EU vertritt und entscheidet mit, wie es weitergeht.